Artikelnummer SCP-058. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-058 ist stets in einer 5x5x5 Meter großen Verwahrzelle zu isolieren. Die Wände sind aus 3 Meter dicken, hitzebeständigem Stahl mit zusätzlich 10 Meter dicken Stahlbeton zu errichten. Alle 3 Tage muss SCP-058 mit einer lebendigen Kuh gefüttert werden. Wartungsarbeiten müssen alle 60 Minuten durchgeführt werden, sofern sich SCP-058 in seinem Ruhezustand befindet. Im aktiven Zustand von SCP-058 muss die Wartung alle 15 Minuten erfolgen. Es ist SCP-058 unter keinen Umständen gestattet, seine Verwahrung zu verlassen. SCP-058 muss zu allen Zeiten audioüberwacht werden. Personal ist es nicht gestattet, SCP-058 für mehr als 30 Minuten zuzuhören. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, ist die Anlage als kompromittiert zu betrachten und die Selbstzerstörung mittels des standorteigenen Nuklearsprengkopfs muss eingeleitet werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist SCP-058 für den Tod von mindestens 149 D-Klasse-Mitarbeitern und 14 Agenten im aktuellen Standort verantwortlich. Beschreibung: SCP-058 ähnelt einem Rinderherz mit 4 arthropodähnlichen Beinen, die hauptsächlich für die Bewegung verwendet werden, und 4 Tentakeln variabler Länge, die mit rasiermesserscharfen Dornen bedeckt sind, und einem einzigen scharfen Stachel auf seiner Rückseite, wo sich das Loch für die obere Hohlvene in einem typischen Herzen befinden würde. SCP-058s Tentakel können sich bei peitschenden Bewegungen auf eine Länge von 3,2 Metern ausdehnen und erreichen dabei Geschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometern. SCP-058 verhält sich sehr feindselig und nutzt jede Gelegenheit, seinem Umfeld Schaden zuzufügen. Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass SCP-058 sehr widerstandsfähig gegenüber Gewalteinwirkungen ist. Deswegen sollte man sich dem Objekt selbst im scheinbar ruhenden Zustand mit größter Vorsicht nähern. SCP-058 ist sehr agil und kann sich sowohl auf horizontalen als auch auf vertikalen Flächen schnell bewegen. Es kann dabei für kurze Zeit eine Geschwindigkeit von etwa 90 Stundenkilometern erreichen, mit kurzen Sprints Entfernungen von bis zu 200 Metern überbrücken und benötigt nur 2 Sekunden zur Beschleunigung auf seine Höchstgeschwindigkeit, wobei es seine Tentakel zur Balance einsetzt und um auch bei hohen Geschwindigkeiten schnelle Richtungsänderungen vorzunehmen und sich auf andere Oberflächen zu ziehen. SCP-058 spricht in einer menschlichen Stimme, obwohl es in seiner Physiologie keine Anzeichen für Organe gibt, welche der Tonerzeugung dienen könnten. Seine Stimme erinnert in Ton und Akzent an einen britischen Mann in gehobenem Alter mit einer leicht lispelnden und tiefen Stimme. Es sei angemerkt, dass das Objekt konstant am Sprechen ist, unabhängig von den Umständen, also zum Beispiel auch wenn es am Angreifen ist. Stimmlage und Sprachtempo sind dabei unverändert. Notizen: SCP-058 wurde zum ersten Mal in Standort angetroffen, als es aus Daten gelöscht. SCP-058 verhielt sich extrem feindselig und schien sich in einem sehr aufgeregten Zustand zu befinden. Zunächst beschränkte sich der Angriff von SCP-058 auf Standort, was den Tod von etwa Angestellten und Agenten zur Folge hatte. SCP-058 fuhr dann damit fort, die nahegelegene Stadt zu greifen, was den Verlust von über redigiert und die Zerstörung von über 70% der umliegenden Gebäude zur Folge hatte. Die anschließende Untersuchung des Ausbruchs ergab, dass ein Großteil der Todesfälle auf Feuer und feuerbedingte Verletzungen zurückzuführen ist, welches durch die Stachelflüssigkeit von SCP-058 ausgelöst wurde, die es von einem hohen Gebäude verteilt hatte. Dies führte auch zu dem Großteil der strukturellen Schäden. Durch SCP-058 war lediglich für 8% der Todesfälle verantwortlich. Es gibt starke Hinweise, dass Daten gelöscht. Nachdem SCP-058 unter einer einstürzenden Mauer eingeklemmt und so außer Gefecht gesetzt wurde, gelang es schließlich, es wieder unter Kontrolle zu bringen. Im Anschluss wurde SCP-058 von Agenten und MEKs extrahiert und zur Verwahrung nach transportiert. SCP-058 unternahm für 3 Wochen nur minimale Versuche, sich zu bewegen, was vermutlich den Verletzungen und Schwellungen durch geschuldet ist, welche es sich beim Ausbruch zugezogen hatte. Es gab in dieser Zeit nur eingeschränkte Untersuchungen, da selbst in seinem verletzten Zustand SCP-058 immer noch ein hohes Gefahrenpotenzial ausstrahlt. SCP-058 brach am beim Versuch, es an einen SCP-Verwahrstandort überzuführen, aus, was mehrere Todesfälle und Verletzungen zur Folge hatte. SCP-058 konnte wegen dem Einsatz von Agenten durch Überfahren und Fixieren mit einem M1-Panzer bewegungsunfähig gemacht werden. Im Anschluss wurde SCP-058 sichergestellt und an das bewaffnete biologische Verwahrgebiet 14 überführt. Transkript von Befragung 058-04. Mhm.
hatte Träume von den Wundern der Königin, die in den Herzen der Liebe und der stillen Behandlung aller älteren Menschen lebten, von denen ich wusste, dass sie einmal ganz waren. Wie heißen Sie? Ich suche die Offenbarungen von allem, was das Heilige den Unklugen in den Träumen von kalter Glut im Sonnenlicht erzählt hat, die übersehen aus schwarzem Blut und Schlangen, die im Herz die Brote von Kindern von Lämmern fressen, verblassen. Wie heißen sie? Endloses Leiden ist die Pein der unwissenden Männer, die es nie verzäumen, die Tiefe ihren eigenen Herzen zu suchen und nur den Reichtum einer armen leidenden Welt sehen, welche sich den eigenen Rücken voll mit Wunden von Messern aus Silber für brutaler Freunde widmet. Woher kommen Sie? Der Albtraum ist ein Traum für die namenlose Schnecke, die über das Minenfeld und die Überreste von Hirschen und Königen wandert. Sekunden schlägt die Sonne die Trommeln in allen Herzen, die das Ohr des Lärms treffen. Die sinnliche Gewalt der Lust ist all die Sicherheit, die man braucht, um den Wert des Lebens zu kennen.